Wir haben einen Magic Moment. Petit Brie, Humor haben, so würde ich sagen. Ein Hacken Porsche, hier, eine Tasche mit Rädern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, jetzt wollte ich gerade Folge sagen, natürlich zu einem neuen Lidl Food Haul. Man könnte es auch Folge nennen, es ist ja wie eine kleine Serie auf meinem Kanal. Ich war gerade wieder ganz spontan bei Lidl. Naja, ganz spontan ist auch so eine Sache. Ich musste unbedingt zu Lidl, aber dass es genau jetzt wird, dass es genau jetzt der Moment werden würde, wusste ich nicht. Ich war nämlich eigentlich nur fix in der Stadt, um bei der Bank Geld einzuzahlen. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch mal eben fix in Lidl springen. Und genau, diesmal bin ich schlauer als beim letzten Mal. Beim letzten Mal ist mir ja das ganze Eis geschmolzen. Ihr habt es gesehen im letzten Haul. Und jetzt habe ich wieder das ganze Kühle im Kühlschrank, das ganze Gefrorene im Eisfach. Und fange jetzt mit den ganzen Sachen an, die nicht gekühlt werden müssen. Und dann mache ich gleich wieder einen Magic Moment. Lang, lang ist es her, aber es gibt ihn noch. Und wir fangen an. Und diesmal fange ich an mit der Gadget-Sache, die ich mir geholt habe, weil sie hier riesengroß auf dem Tisch steht. Und zwar ein Hacken Porsche. Hier, eine Tasche mit Rädern, die ich hinter mir herziehen kann. Und wisst ihr auch warum? Ich sag euch, ich hatte ja gestern, einige haben es mitbekommen über Instagram, ich hatte gestern eine Messe, eine Mini-Ausstellung, sowas wie so eine kleine Ausstellung, so ein kleiner, man kann es mit einem Weihnachtsmarkt vergleichen und von Sensi. Und ich habe gemerkt, dass ich, was Aufbauen und Abbauen angeht, noch total unorganisiert bin, weil ich alles in kleinen Kisten hatte und alles, ich musste 10-mal zum Auto hin und her rennen und es war einfach nur ein großes Chaos. Und jetzt habe ich mir gedacht, oder jetzt gerade beim Lidl, war ein super Angebot mit dieser riesen Tasche, wo ich halt dann viel reinpacken kann, die nicht tragen muss, weil die eben halt Räder hat. Und da drin war noch eine andere Mini-Tasche, die ist auch total cool. Das ist so eine rechteckige Tasche, auch ziemlich groß, oben mit durchsichtigem Deckel, damit man auch sieht, was drin ist. Und ja, da könnte ich dann zum Beispiel meine ganzen Dufttester reinpacken, die ganzen Formulare, Bestellformulare und sowas, die ganzen Flyer-Kataloge. Und hier dann so größere Sachen wie eben halt Ventilatoren, Lampen und sowas und Wachse. Und das fand ich echt gut. Und das ist eigentlich eine Tasche für die Nähmaschine, damit man die Nähmaschine gut transportieren kann. Nähmaschine und dann die ganzen Utensilien, die man fürs Nähen braucht. Aber ich dachte mir, nö. Ich nehme das, damit ich fixer unterwegs bin, wenn ich mal wieder einen Weihnachtsmarkt oder sowas oder eine Messe mitmache und dann schneller beim Auf- und Abbauen bin. 20 Euro, 19,99 Euro, ein Trolley für die Nähmaschine gibt es da gerade in verschiedensten Farben. Ich habe mich jetzt für Schwarz und Grau entschieden. Ja, genau. Das fand ich aber sehr, sehr, sehr cool, dass ich das gefunden habe, weil ich es gestern unbedingt brauchte. Ich hatte alles wirklich in so kleinen Kartons und Kisten und es war ein Hin und Her, ich war wieder schweißgebadet. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, also es war eine erste Erfahrung. Für die erste Erfahrung fand ich es echt ganz, ganz cool und erfolgreich. Hier, ein 6er-Pack Mineralwasser. Mineralwasser von Lidl. Ich blende euch die Preise hier wieder ein. Hier oder hier. Rechts, unten, links, ja, egal. Irgendwo. Dann habe ich mal wieder die Galette oder Galette de Riz mit Schoki hinten dran gekauft. Das ist bei mir immer so der Nachmittagssnack. Dann schnappe ich mir ein oder zwei von diesen Reisteilen und trinke dazu meinen Kaffee. Übrigens habe ich mich gerade hier umgedreht, weil ich bin ganz ehrlich, da auf der Seite sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa, also ist eine Bombe eingeschlagen. Ich habe nämlich gestern vom Markt einfach alle Sachen hier hingestellt. Meine Tochter kam aus dem Urlaub wieder, wir haben den Koffer geöffnet und der ist einfach geöffnet mit Wäschehaufen und sauberen Haufen da liegen geblieben. Einfach Wäsche liegen, stapeln sich die Teile, die nach oben gewaschen in den Schrank müssen. Also das wollte ich keinem antun und mir auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier aufräume, drehe ich einfach die Kamera um. Aber ich bin so ehrlich und ich sag's euch. Aber das muss einfach keiner sehen. So, weiter geht's mit Obst und Gemüse, wobei es momentan, ja doch, Obst und Gemüse. Einmal die 6er-Packung Pink Ladies.
ein bisschen, wie rum? So rum. Ein bisschen Obst im Haus. Weintrauben, die kommen jetzt aus Italien und sind ohne Kerne. Ich darf das meinem Schwiegervater nicht sagen, denn der ist ja Weinbauer und der hat Weintrauben ohne Ende. Aber die mögen wir nicht so gerne wie die vom Lidl ohne Kerne. Darf er nicht wissen. Darf er nicht wissen, dass ich beim Lidl Weintrauben einkaufe. Und wo wir hier hinter der Haustür ein ganzes Feld an Weintrauben haben. Ein Eisbergsalat. Ich sag euch, als ich schwanger war mit Tiny Miney, habe ich Eisbergsalat gehasst. Da konntest du mich mit jagen. Ich habe das sogar im Döner, habe ich das sogar rausgezogen. Jetzt, momentan, stehe ich wieder voll drauf. Also irgendwie. Bananen für den Morgen. Ihr wisst ja, dass ich morgens immer ganz gerne eine Banane esse. Kaffee und Banane und ein Glas Wasser. Momentan tue ich da immer so ein bisschen Puder gegen Stress rein. Ich fühle mich leicht gestresst, aber es ist wahrscheinlich auch, weil ich jetzt quasi eigenverantwortlich und selbstständig bin und dann man sich so ein bisschen selber motivieren muss. Los, beweg deinen Hintern, sonst wird das nichts. Und das stresst mich irgendwie doch ein bisschen innerlich, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen trinke ich jetzt morgens immer so ein kleines Sachet, so ein kleines ein bisschen Wasser mit Puder gegen Stress. Dann nochmal, genauso wie letzte Woche im letzten Haul, die Patat Grenai. Die gab es aber diesmal nicht im Angebot, aber die haben wir gestern gegessen. Also die von letzter Woche haben wir gestern gegessen. Und es hat super gut geschmeckt. Einfach in der Pfanne, so wie die sind. Einmal kurz waschen, aber nicht schälen. Einfach so wie die sind, in der Pfanne heiß machen. Und so lange, bis die halt weich werden. Und dann kann man die so essen. Dann wieder einen Liter Mandelmilch. Die von Björk, Amande sans sucre und nicht gegrillt, also ohne Zucker und nicht gegrillt, ganz wichtig. Dann, es ist schon wieder alles so durcheinander hier, aber jetzt mit dem Obst und Gemüse sind wir, glaube ich, durch. Nee, eine Sache habe ich hier noch, eine Mango. Tiny liebt Mangos, deswegen eine leckere Mango. Und dann habe ich hier, ein paar Sachen habe ich nicht in den Kühlschrank gestellt, das ist nicht so wichtig, habe ich zweimal Latte Macchiato mitgenommen. Die gibt es da auch manchmal im Angebot, aber heute nicht. Ich habe wieder mit der Lidl-App eingekauft, aber diesmal war ich nicht gut. Ich habe 139 Euro eingekauft, aber davon waren ja auch 20 Euro für diesen Trolli. Also sagen wir mal 109 für Lebensmittel. Und ich war irgendwie nur mit 1,30 Euro oder 1,29 Euro, irgendwie sowas habe ich gespart. Also diesmal war es nicht so gut. Und ich glaube, ich weiß, wo ich gespart habe, nämlich bei denen hier. Die waren dann nämlich angeschlagen für 20% oder sowas. Und das sind so Christstollen mit Marzipan und ich liebe Marzipan und deswegen habe ich die direkt eingepackt. Als ich das in der Lidl-App gesehen habe, habe ich gesehen, nehme ich mit. Und daneben standen diese hier und dann wurde ich schwach und konnte nicht nein sagen. Dann habe ich mir diese Marzipan, Lübecker Marzipan auch noch eingepackt. Ich habe Glück, die anderen beiden mögen nicht so gerne Marzipan, deswegen ist das alles für mich. Alles für mein Hüftgold. Drei Tafeln Schokolade, Milka, ganz normale Alpenmilch, Vollmilchschokolade. Die hier habt ihr auch mal letzte Woche schon gesehen, aber die gehen ratzfatz, gehen die weg. Ich tue die übrigens immer in den Kühlschrank, dann sind die so richtig schön knackig, diese Schoko-Crush. Dann sind die echt so richtig schön crunchig, weil da drinnen ist noch die Schokolade und wenn die kalt ist, ist es echt immer cool, wenn die im Kühlschrank liegen. Da sind immer 6 Stück drin. So groß ungefähr. 6 Stück drin, deswegen habe ich diesmal 2 genommen, weil sich Steph und Tiny da auch drüber hermachen, als gäbe es keinen Morgen. Und deswegen dachte ich mir jetzt nämlich die doppelte Dosis, damit ich auch noch 1, 2 abbekomme. Wieder für unser Glas, weil das neigt sich auch schon wieder so halb dem Ende. 2 Big Hit heißen die. Okay, Big Hit. Habe ich wieder 2 Stück mitgenommen. Und übrigens dadurch, dass ich letztes Mal wieder in den Lidl Hall die Preise reingeschrieben habe, wusste ich jetzt, was ungefähr günstig ist und was teurer ist und habe deswegen gerade auch nochmal zu diesen Sachen gegriffen, weil ich wusste, dass die jetzt nicht so teuer sind wie im letzten Haul. Da habe ich mich echt manchmal, als ich die Preise hingeschrieben habe, habe ich mich ein bisschen erschrocken, dass es doch ganz schön ins Geld geht, was ich da genommen habe. Und irgendwie habe ich jetzt gerade deswegen gerade nochmal, wusste ich noch, was nicht so teuer war.
Dann 6 Waffeln für den Nachmittagssnack. Übrigens sind in Frankreich gerade Ferien, das heißt, Tiny ist gar nicht in der Schule, aber sie braucht natürlich trotzdem einen Nachmittagssnack. Und diese Suisse, Chocolat Suisse aus dieser Bäckereiabteilung gab es gerade auch im Angebot. Da gab es 3 für den Preis von 2, also ein Geschenk. Die sind auch immer total, total lecker. Nachteil an diesen Bäckereisachen ist, man muss die dann auch am gleichen Tag essen, sonst sind die trocken oder matschig oder hart oder... ja, jetzt habe ich da was hingestellt, hier was hingestellt. Ich hätte es jetzt doppelt zeige. Dann einen dicken, großen Brie. Also hier steht drauf, Petit Brie, Humor haben, so würde ich sagen. So einen großen Brie kriegen wir selten. Aber wenn er da ist, dann schnappe ich mir den, weil Steph da total drauf steht. Warum der jetzt Petit Brie heißt. Oh, das habe ich auch nicht in, das habe ich auch nicht in Eisfach gepackt. Habe ich komplett übersehen. Röstis, die müssen auch ganz schnell kühl gelagert werden, sonst werden die matschig. Ja, einfach ne, ganz normale Röstis. Dann eine Schokoladenmilch, Le Chocolaté für Tiny, meine, für ihren morgendlichen Kakao, denn sie mag ja meinen Kakao nicht mehr. Von einem auf den anderen Tag mochte sie meinen Kakao nicht mehr. Vinaigre Balsamique de Modene. Ein paar böse Cotton Buds heißen die hier. Q-Tips. Ich brauche die hauptsächlich zum Abschminken. Tiny will jeden Abend, dass ich ihre Ohren damit sauber mache. Sie liebt das, wenn ich da mit den... Auch wenn man das nicht machen soll, ich gehe auch nicht tief rein, aber sie liebt dieses Gefühl und dann ist das so zum Einschlafen. Ist sie so... Sie liebt es. 2x Thunfisch aus der Dose. Ich habe gar nicht geguckt, was ich genommen habe. Von Nix. Thon entier au naturel. Im natürlichen Saft. Nicht im Sonnenblumenöl. Dann Mais, weil ich momentan wirklich super gerne einfach mir einen Salat mache und dann Mais und Thunfisch drüber streue. Irgendwie ja, habe ich manchmal so Gelüste auf so spezielle Sachen und das ist momentan das. Ein Baguette für Steph und Toastbrot. Tiny isst morgens immer ganz gerne einen Toast mit irgendwas Süßem. Marmelade, Nutella. Ja, das war's auch schon. Also was anderes wird's gar nicht bei ihr. Dann, und das ist auch so ein Selten. Also wenn sie was isst, dann bin ich schon froh als Mama, wenn die Tochter in der Schule ist und um Mittag erst wieder was zu essen bekommt. Sonst jetzt in den Ferien trinkt sie nur ihre Schokoladenmilch und das war's. Also was anderes essen will sie überhaupt nicht. Dann nochmal Creme Légère, also die flüssige Creme. Und, Moment, das wieder ein paar Tomätchen. 6 Tomaten im Sack. Also 6 am Strauch, am Strunk. Am Strunk, nicht am Strauch. Und La Fine Sèche von Les Césarins, die ich euch oft empfohlen habe in den letzten Hauls, aber sonst immer auch die von Label Rouge. Die müsst ihr auch nehmen. Aber die ist ein bisschen günstiger hier, aber die ist auch lecker. Die ist auch lecker. Und jetzt hole ich schnell alles aus dem Kühlschrank. Das heißt, wir haben einen Magic Moment. Da bin ich wieder. Ich habe alles aus dem Kühlschrank geholt und wir fangen direkt an, denn jetzt muss ich mich beeilen. Hier ist es wieder alles schmilzt wie beim letzten Mal. 4x Steak Haché, also diese Burger Patties. Letztes Mal haben wir Burger gemacht und es war so lecker, aber nach, also jeder hat einen Burger gegessen und dann waren noch 2 von diesen Brötchenbrot-Dingern da über. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach nochmal Burger. 4 Stück reichen dann, 4 Burger Patties für 3 Leute. Steph ist dann meistens immer 2. Émissé de poulet, also Hühnchen geschnetzeltes. Habe ich schon ultra lang nicht mehr geholt. Und Medaillon de filet de poulet habe ich auch schon sehr lange nicht mehr geholt. Weil ich hole die schon geschnitten, denn ganz ehrlich, ich hasse nichts mehr als Hühnchenfilets selbst zu schneiden. Wirklich, ich habe da, glaube ich, irgendwie eine Allergie oder so. Meine Finger werden dann auch die fühlen sich dann ganz dick an und ich kann das wirklich nicht haben. Ich bin da, ich kann das nicht haben.
Dann nochmal die Nuggets de Colinda Lasca. Ich werde diesmal übrigens in einem anderen Lidl als letzte Mal. Und, random fact. Und habe nochmal diese hier geholt, weil wir die in letzter Woche, die letzten von letzter Woche, ja, schon wieder aufgegessen haben. Dann gab es heute auch nochmal ein De Pavé de Truite. Also es ist kein Lachs, sondern Lachsforelle. Zwei Stückchen, das reicht meistens für uns zu dritt. Dann nochmal eine Entrecote, die reicht auch für uns zu dritt. Steph mag die nicht so gerne vom Lidl, aber ich fahre jetzt nicht extra fürs Fleisch nochmal woanders hin. Das ist auch typisch. Ne, ich sag's nicht. Ich sag nur, dass viele Franzosen fürs Fleisch nochmal extra in einen anderen Supermarkt fahren. Ich aber nicht, weil A, habe ich Eis im Kofferraum und B, ist der andere Supermarkt, wo es das gute Fleisch gibt, oder das gute, das etwas bessere Fleisch gibt, so weit weg, das wird gar nicht hin. Deswegen hole ich jetzt, habe ich jetzt eine Entrecote vom Lidl geholt und wenn Steph das nicht mag, dann esse ich die. zwei Allumettes de Lardon Fumé. Ich finde, die können wir auch nur gut machen als im Rührei oder Spaghetti Carbonara oder weiß der Geier. Ich finde, sowas kann man immer irgendwie dazu hauen. Ja, genau. Dann hier. Was ist hiermit passiert? Ich glaube, die müssen ganz schnell wieder zurück in den Dings. Die tauen schon wieder auf. Die Verpackung wird schon ganz nass. M&M's wollte ich sagen. Nein, Magnums mit Double Gold Caramel Billionaire. Sahen irgendwie lecker aus. Habe ich, glaube ich, noch nicht gegessen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich dachte, ich muss es probieren. Deswegen sind es jetzt die geworden. Mega lecker. Guck mal, das läuft ja sogar runter. Und Kinderpinguin. Und das war's. Wir sind durch. Aber es ist jetzt auch schon wieder lang genug, der Lidl Haul. Also, wenn es euch gefallen hat, drückt mir bitte den Daumen nach oben. Abonniert gern kostenlos. Und schreibt mir einen netten Kommentar. Das motiviert mich immer ein bisschen. Momentan brauche ich immer sehr viel Motivation. Ja, das ist nicht ganz so einfach momentan. Aber I give my very best. So, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.